Der Fühlinger See in Köln. Schon bald wird er das neue Zuhause für rund 400 Menschen. Ein Containerdorf für Flüchtlinge. Auf der anderen Seite ist ein Schwimmbad. Die aktuelle Situation für Köln herausfordernd. Denn auch die Reserveplätze sind mittlerweile belegt. In den vergangenen Jahren kamen die Menschen im Herbst und Winter. Viele gingen 6 Monate später zurück. Das hat sich geändert. Dieses Zurückwandern hat im vergangenen Frühling nicht stattgefunden oder deutlich weniger. Sodass wir jetzt auf einem relativ hohen Niveau unter Ausschöpfung aller Reserveplätze in den Herbst und Winter zugehen. Von daher habe ich gerade ernsthafte Sorge, wie es uns gelingen kann, genügend Unterkünfte herzustellen. So wie hier in Leverkusen wird es am Fühlinger See bald aussehen. Die Kosten für Köln rund 7,3 Millionen Euro. Geld für eine Nutzungsdauer von 1,5 Jahren. Wie Köln sind auch andere Kommunen in Nordrhein-Westfalen am Limit. Der Städte- und Gemeindebund NRW will, dass die Migrationskrise zur Chefsache werden muss. Kanzler Olaf Scholz soll eingreifen. So Eckhard Rutemeier heute in einer CDU-Videokonferenz. Wenn man dann sieht, dass 70%, die Zahl ist ja auch in dieser Woche genannt worden, durch Europa reisen und eigentlich in anderen Ländern schon dann auch eigentlich andocken könnten, aber in Deutschland landen, dann zeigt das, dass wir doch sicherlich nochmal gucken müssen, was wir in Deutschland an Parametern ändern müssen. Dieses Jahr zahlt die Bundesregierung 3,75 Milliarden Euro an Länder und Kommunen. Nächstes Jahr gibt es weniger als die Hälfte, um die Flüchtlingssituation zu stemmen. Laut Umfragen sind immer mehr Menschen dafür, Anreize nach Deutschland zu kommen, zu verringern. Die FDP im Bund macht heute klar, Sachstattgeldleistungen für Asylbewerber. Der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr erwartet von den Ländern, dass sie den Weg für Prepaid-Bezahlkarten freimachen. Parteikollege Ralf Witzel aus NRW findet das genau richtig. Wir wollen ja, dass Geld tatsächlich auch für die Menschen und deren Familien und die Kinder ausgegeben wird und nicht in Teilen auch zurücküberwiesen wird in die Herkunftsländer. Die Prepaid-Bezahlkarten wird es in Nordrhein-Westfalen aber erstmal nicht geben. So das NRW-Flüchtlingsministerium heute. Es müsse zunächst geklärt werden, ob dies nicht ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Persönlichkeitsrechte sei.